Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategic Command, Zweiter Weltkrieg gegen Mr. West. Und lasst uns mal reinschauen. Hoffentlich ist es noch schön Winter, so dass die Deutschen weiter nicht vorwärts kommen. Und unsere, ja, das sieht gut aus. Also diese italienische Flotte, die weiter rumnervt. Zumindest hat er beide Angriffe vom Panzer gebraucht. Dann haben wir noch einen Moment Zeit, uns nach Osten abzusetzen. Oh, 5. Wir kriegen... Ah. Kriegen wir mal ganz schön ab. Da ist der Zerstörer futsch. Sie nähern sich Leningrad. Bleiben aber erstmal an der Befestigung hängen. Also es war ein bisschen schade um die Zerstörer und die Armee in Griechenland. Aber wir schauen erstmal. Ja, das sieht manchmal dann immer so heftig aus, was man alles verliert. Aber es ist ja nun nicht zu schlimm. Ah, es ist mal ein U-Boot, das nicht irgendwo... An Fahrt ist, aber wir fangen erstmal an mit der Sowjetunion. Nur ein Chor. Na gut, die ganzen Einheiten sind natürlich letzte Runde schon gekommen. Hier zwei. Zwei, naja, eins, zwei. Könnte einfach versuchen, die da rauszunehmen. Das ist schon hier mal eben. Die können wir nicht mehr verstärken. Zwei, eins. Aber wir haben halt eine Armee, eher nur ein Chor, deswegen... Weiß ich jetzt nicht, ob sich das so sehr lohnt. Ich fand natürlich der Plan, vielleicht einfach mal auf gut Glück loszuspringen. Einfach mal so, warum nicht? Das verteidigt das hier. Oder versucht es zumindest. Ja, hier, ich meine, es wäre interessant, wenn wir mal eine feindliche Einheit wirklich schlagen könnten. Ah, er hat nicht die Angriffswerte. Gut, jetzt hat er nicht mehr ganz optimale Verschanzung. Ich hoffe mal, dass alles trotzdem noch hält. Das hätte ihm jetzt besser vorgestellt. So, diese Garnison scheint ja zu überleben. Sich ja versuchen, in den Ort da so langsam durchzuschlagen. Ansonsten, ihr steht alle bereit. Baut Verschanzung auf. Viel Glück. Ja, und unser U-Boot kann auch mal voll verstärkt werden und dann wieder hier auf Fahrt gehen. Es hat ja so gerade letztens nur überlebt. Naja, nach hier wart ihr die halten. Das Smolensk wurde attackiert. Leider ziemlich gut. Ah, 4-3 mal auf eine deutsche Armee. Natürlich Artillerieverteidigung noch und nöcher hat. Das kann nicht gesund sein. Na gut, du wirst auf jeden Fall mal verstärkt. Du, ihr könnt alle wenig machen. Zwar, ach, das lohnt alles kaum. Na gut, wir machen das hier eigentlich. Lukas, würde ich sagen, lose mit nach vorne. Dann können wir hier eine Armee reinpacken, die hält einfach einen Ticken länger. Und der Rest platziert sich hier in der Nähe weiter, dass wir das zubauen, selbst wenn Smolensk und so fallen, die Deutschen da nicht zu schnell vorankommen. So, jetzt wo das Wetter natürlich besser wird, können wir unsere Jagdflugzeuge auch sehr gut wieder gebrauchen. So, und die nach und nach mal fit machen. So, du kannst jetzt, denke ich, vielleicht hier noch eine Befestigung bauen. Hier in Moskau langsam auch eine ganz nette Verteidigung.
Ja, nicht wirklich was zu verstärken. Die sind eingekesselt und haben deswegen ein dezentes Problem. So genau, du solltest hier das Bergwerk bewachen. Da sieht das ja bisher auch ganz entspannt aus. Du solltest da rein. Überlegen, halt hier auch noch die Armee reinzustellen. Einfach aufgrund der besseren Verteidigungswerte. Hier schon mal eine richtig schöne Linie verteidigt kriegen. Naja, und du kannst eigentlich erstmal da stehen. Würde ich sagen, schon in Ordnung. Die neue sowjetische Einheit. Wenn wir den Ort hier auch noch zustellen, dann ist das hier alles schon mal kompliziert für die Deutschen so nach und nach einzunehmen. Weil hier große Befestigungsanlagen, die werden schon eine Weile halten. Hier ist so langsam Masse und selbst wenn sie nach Moskau kommen, da wird schon mal schwer an Verschanzung gearbeitet. Gut, diese Stelle ist jetzt nicht ganz so stark, aber da sind die bisher auch nicht so stark. Und hier sind jetzt frische Schwung Armeen und jede Menge Korps auf dem Weg. Und jedes Bergwerk wird nochmal einzeln verteidigt, damit einfach unsere Punkte stark bleiben. Nicht also ganz zufrieden und irgendwann müssten doch auch mal die sibirischen Einheiten kommen, oder? Meine, oder sind sie schon da? Nein, ich sehe hier keine. Aber irgendwann müssten sie kommen. So, schauen wir uns das hier an. Der Panzer macht zur Not eine Gewaltfahrt. So, der ist natürlich fair verschanzt da drin. Na, wir können wenig dagegen machen. So, die Regel ist ja, sobald zwei Einheiten dran sind, startet die Belagerung und dann gibt er irgendwann auf. Kann natürlich einen Moment dauern. Wir könnten die Zeit nutzen, ihn zum Beispiel zu verstärken. Er ist dermaßen Schrott, man mag ihn ja nirgendwo mehr hinschicken. So, dann die Briten, die haben jetzt. Ach ja, weil die kapituliert haben, ein gewisses Versorgungsproblem. Beziehungsweise dank dem HQ haben wir eine Mindestversorgung, aber wir. Ah ja, wir haben jetzt die Verbindung zum Ort, aber es wird nicht unbedingt reichen. Versorgung ist natürlich auch mies. Okay, Leute, das HQ ist mit hier die wertvollste Einheit. Wir gehen weiter in Defensivformation und hoffen, dass wir nächste Runde zu dem vorstoßen können. Zu dem Ort. Hoffen wir es mal und dass wir lang genug überleben. Oh, die belagern das. Dann mal sehen, wie lange das hält. Ich meine, im Einzelspieler hatte ich zum Verteidigen des Iraks dann ja irgendwann eine sowjetische Armee hinzugeschickt. Aber wir haben hier gerade noch genügend eigene Probleme da, dass das nicht unbedingt funktioniert. Oder im Moment nicht, vielleicht später. So, hier fliegen die. Ah, doch. Mal ein Bomber funktioniert besser, ist aber immer noch auf 0-0. Ah, natürlich sind die italienischen Schiffe hier. Heißt, wir müssen uns irgendwo in der Weite des Ozeans verstecken. Aber wir kommen gerade hier nicht so richtig raus. Wir könnten natürlich versuchen, hier nach Westen durchzubrechen. Aber ich glaube, die italienische Flotte ist hier noch stärker und wir werden wahrscheinlich früher oder später entdeckt. Der Suezkanal ist auch zu. Ja, oh, alles ein bisschen blöd gelaufen. Apropos blöd gelaufen, die haben Larissa ja ganz schön schnell eingenommen. Ich hoffe mal, dass diese US-Armee hier dann hält. Wir können ja schon mal die Epirus-Armee hier in Stellung bringen. Aber wir haben eine bescheuerte Versorgung. Wir müssten eigentlich den hier zurückziehen. Artillerie vielleicht dahin und dich dahin. Dann
Die Versorgung ist zwar immer noch nicht schön, aber zumindest etwas besser. Und deren Versorgungslinie würde wieder ein Ticken länger werden. Das passt schon. Du passt da auf. Du kannst ja auch verstärkt werden. Und dann hoffen wir erstmal einfach weiter, dass das weiterhält. Weil ich dachte letztes Mal irgendwie, er hätte nur, oder vor ein paar Runden nur, er würde jetzt vielleicht nur die Italiener da lassen. Aber nein, wir sehen auch weiterhin die rumänischen Armeen. Und ich finde, solange Italiener und vor allem die ganzen Rumänen da sind, lohnt sich das wirklich, hier einfach weiter zu stehen? Hätte ja über eine Landung nachgedacht, aber wenn wir hier noch so viele binden und nebenbei bemerkt, die italienische Flotte allmählich die Gegend kontrolliert, können wir auch einfach hier in Land stehen bleiben und die so weiter nerven und davon abhalten, hier in den Osten mitzugehen. Naja, so viel zu denen. Dann das gute alte U-Boot-Problem. Ich weiß gar nicht, ob ich mit den amerikanischen Zerstörern wirklich jemanden finden will. Weil unsere Anti-U-Boot-Waffen sind überschaubar. Ja, war jetzt aber mal niemand. Das ist interessant. Hier, wo die ja letzte Runde alle waren, niemand. Würde ja gerne fliegen, aber schlechtes Wetter und so. Der niemand zu entdecken kann. Aber der Marinebomber kann jetzt zum Beispiel noch dahin aufrücken. So, und hier dieses Schiff. Der Flugzeugträger macht sich dann auch erstmal dahin auf, da ist er in Sicherheit. Und dieses Schlachtschiff, ja. Es ist mal irgendwann vor U-Booten geflohen und steht deswegen seit Ewigkeiten jetzt vor Norwegen. Mal sehen, irgendwann darf er auch mal zurückkommen, aber erst wenn die Lage sicherer ist. Wir dann noch, ah, den ersten Bomber. Ohne Upgrades und alles, ja. Wir haben noch einen Flugzeugträger, aber wo soll der denn hin? Ich finde, so dringend brauchen wir den in England nicht. Und da hinten steht er auch erstmal recht sicher vor U-Booten. So, und diese Flotte hier brauchen wir eigentlich auch nicht. Aber wir hatten letztes Mal, um von hier zu entkommen, nicht so viele Felder in den Nordatlantik, aber da können wir dann jetzt hin. So, ja. Wir haben ja Briten. Ah, wir kriegen noch die Produktionstechnologie. Immerhin bald 1000 Punkte in der Forschung. Das ist immer noch viel zu wenig. Ja, aber immerhin. Es geht irgendwie voran und wenigstens unsere Industriesachen laufen, ja. Naja, USA, sag mal, wir haben bei den Saudis immer noch voll in. Ja, Briten haben nichts über dafür und die Sowjets sind voll bei den Finnen mit drin. So, 175 Punkte Limit. Natürlich so nachdenken, schwerer Bomber weiterzuziehen. Würde er gerne den weiterentwickelten Panzer, aber. Forschungslimit. Die Erdkammer, bis was frei wird, wo man nicht direkt wieder was rein tut, dauert das eine Weile. Gut, komm, sonst gehen wir weiter auf schweren Bomber. Weil wenn wir den irgendwann hoch haben und schwere Bomber haben hier, wenn wir diese ganzen deutschen Bergwerke runterbomben, das spürt man dann schon. Was hatte der Sowjet in der Forschung? Ist eh am Limit, das ist gut. Was hatten wir so genau? Luftabwehrwaffen, Panzer, so allmählich Panzerabwehr. Luftkrieg, okay, und dann viel, was Infanterie hilft. Okay, dann lasst uns mal sehen. Sagen wir, machen mal wieder eine richtig schöne Kaufrunde. So, die USA. Oder sonst ihr holt weiter Zerstörer ran. Weiß, wir haben schon letzte Runde gemacht, aber warum nicht auch noch diese Runde? Dann müssten das ja wohl mal langsam genügend sein. Könnten auch noch ein Luftschiff holen. Die sind ja nun primär hier zur Aufklärung, aber.
Meinetwegen, wenn ihr. Hier auch ein Upgrade in U-Boot. Ja, komm. Wir können helfen, aufzuklären. Diese Hohen brauchen wir jetzt nicht, sonst hat keiner Punkte. So, Einheiten. Waren, denke ich, alle dran. Aber ich würde sagen, wir sind bereit für den nächsten Zug. Okay, diese Einheiten fahren los. Ja, wir werden überfallen. Naja, dann jedenfalls, es ist leider nicht mehr so viel passiert. Ich hatte irgendwie auf eine Tech oder so gehofft, wie auch immer. Dann an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt auch bei Mr. West mit rein und dann bis zur nächsten Folge. Bis denn.